18.11. findet das größte Ereignis der deutschen Geschichte statt. Lanxess Arena Köln. Tickets bei octagontickets.de. Um nochmal an das Thema von gerade anzuknüpfen, ich muss dir schon recht geben, Apollo sieht in der Tat deutlich massiger aus als in seinen vergangenen Kämpfen. Und startet hier wie gewohnt spielerisch in der Hocke. Ist bei den Buchmachern der Favorit, hätte ich so auch nicht gedacht. Bei Apollo ist es so, dass man wie vorher nicht genau weiß, welcher Apollo heute auftreten wird. Man hat schon super starke Performances von ihm gesehen, aber dann auch wieder Performances, da dachte man so, okay, ist es jetzt vielleicht vorbei, hat er keine Lust mehr. Das heißt, es ist immer so ein bisschen ein Buch mit 7 Siegeln, bis er dann wirklich anfängt zu kämpfen, dass man weiß, was wirklich im Käfig passieren wird. Ja, absolute Wundertüte. Es ist aber beachtlich, dass er noch nie durch K.O. oder Submission im MMA verloren hat. Wobei, da fällt mir gerade ein, das war bei Matej Kertész auch so und Mo Grabinski war derjenige, der das geändert hat. Und wir sehen, Grabinski kontrolliert die Käfigmitte. Zirkelt hier zu seiner linken Seite raus, um von der Schlaghand von Apollo wegzukommen. Ja, beide haben den Kampf in der Rechtsauslage begonnen. Mo wechselt jetzt immer mal wieder die Auslage. Aber er weiß genau, dass er vorsichtig sein muss. Apollo wartet nur auf eine Möglichkeit hier zu kontern und kommt auch immer mal wieder mit diesen Push-Kicks durch die Mitte. Schöne Kombination von Grabinski. Da saß einer auf jeden Fall am Kopf. Er versucht sich hier seinen Gegner jetzt am Käfig zu stellen, um eben dieses bewegliche Meiden von Apollo ein bisschen zu unterbinden. Ja, Apollo am Kopf zu treffen ist wahnsinnig schwierig, weil er sich einfach eben immer schnell und auch intelligent bewegt. Da war aber auch eine gute Hand von Apollo drin. Das ist genau der Kampf, den Apollo kämpfen möchte. Er möchte mit dem Rücken zur Wand sein, seinen Gegner in Sicherheit wiegen und dann mit einem wirklich fiesen Konter aus der Ecke rauskommen. Aber das weiß Grabinski natürlich. Oh, schnelle Hände von Silva. Und Grabinski muss eben super wach sein die ganze Zeit. Auch wenn er ihn hier quasi offensiv gegen den Käfig drückt, darf er keine Sekunde schlafen, weil Apollo Silva wirklich wahnsinnig schnelle Hände hat und da auch schon mehrfach sein Ziel getroffen hat. Da kam die Schlaghand von Apollo durch, zwar nicht mit voller Intensität, aber da kriegt man schon mal einen kleinen Vorgeschmack, was da passieren kann. Und dieser Kick sah wirklich wuchtig aus. Ja, Grabinski eben mit dem Druck nach vorne, aber bisher leichte Vorteile, was Geschwindigkeit angeht bei Silva. Ja, er schlägt die Fäuste nicht mit hundertprozentiger Intensität, aber dafür halt in einem unfassbar stark, mit einem unfassbar schwer zu überschaubaren Tempo. Das Ding ist aber auch dadurch, dass sich Grabinski jetzt auf dieses taktische Spiel einlässt, dadurch kämpft er natürlich auch Apollos Kampf und genau das sollte er vielleicht eigentlich nicht machen. Auf der anderen Seite hat man hier auf der Bank am Kommentatorenpult immer gut reden, denn es ist wirklich schwierig für einen Kämpfer wie Apollo Silva ein Gegenrezept, ein Gegengift zu finden, mit dem man ihn entweder auspumpen oder sogar ausschalten kann. Schöner Spinning Kick von Silva zum Oberschenkel. Unorthodox. Und jetzt hier der Takedown-Versuch. Aber Grabinski mit einer starken Hüfte verteidigt erstmal und kann jetzt hier vielleicht aus der Situation mit seinem Ellbogen Schläge zur Seite des Kopfs anbringen. Er versucht hier das Kinn vom Gegner hochzudrücken oder den Mund zuzuhalten. Ist erlaubt, aber ist auch etwas ungewöhnlich, dem Gegner so die Luft zu nehmen. Apollo versucht hier weiter, den Kampf im Clinch am Käfig zu halten. Was könnte Mo hier machen, um da rauszukommen? Da, in der Sekunde bricht er schon wieder aus. Und das Schlaggefecht geht weiter. Oh, der Uppercut kam durch. Beide Kämpfer mit Kombination, mehrere Schläge hintereinander und beide treffen. Schöner Kick wieder zum Körper von Silva. Beide Fighter landen hier. Aber es ist beachtlich, wie spielerisch das
bei Apollo einfach aussieht. Und Apollo hat gesehen, dass Mo die Deckung ein bisschen zu weit zum Körper runtergezogen hat, als er den Kick zum Körper geblockt hat. Und da folgte dann auch schon direkt der High Kick. Da war Grabinski kurz nicht ganz in der Balance. Aber zum Glück konnte Silva dann nicht kapital draus schlagen. Hier wieder dieser Spinning Heel Kick auf den Oberschenkel. Und zwei schnelle Hände von Apollo und Grabinski ist leicht am Wackeln. Aber das American Top Team, aus dem Apollo Silva kommt in Florida, ist international wirklich eine der absoluten Top-Adressen, wenn es um Kampfsport geht. Da hat man ein paar wirkliche Koryphäen. Teilweise sind da Leute wie Alistair Overeem. Aber jetzt landet Mo Grabinski die ersten Schläge. Der ist wieder in der Linksauslage. Ja, Grabinski hat ja genug Ausdauer, um auch zur Not in der dritten Runde den Kampf zu drehen. Er darf sich jetzt hier auf keinen Fall irgendwie zu stürmisch zeigen und genau in diese Konterschläge reinlaufen. Er darf jetzt nicht irgendwie emotional werden und denken, okay, ich versuch's mit der Brechstange, ja, weil genau das will Apollo Silva. Oh, harte linke Overhand. Die hat Mo, glaube ich, noch geblockt, aber da kam natürlich trotzdem was durch. Und auch diese Aufwärtshaken mit der Führhand von Apollo gefallen mir tatsächlich ganz gut. Damit trifft er häufiger und es ist auch ein exzellentes Ablenkungsmanöver. Ja, Apollo ist sehr, sehr variabel im Moment. Also er schlägt zum Körper, er meidet die Schläge, bewegt seinen Oberkörper die ganze Zeit und dadurch super unangenehm als Gegner. Und jetzt hier wieder ein Takedown-Versuch. Den bekommt er auch, hält Grabinski hier unten und schnappt sich direkt den Rücken. Wir dürfen nicht vergessen, Silva ist auch ein starker Mann am Boden. BJJ Schwarzgurt und das nicht auf europäischem, sondern auf brasilianischem Level, trägt auch noch mal eine andere Handschrift. Und er ist jetzt hier eigentlich schon komplett in der Backmount. Er hat sie jetzt sich gerade geholt. Schafft sogar die Body Triangle zuzumachen. Aber dadurch, dass Grabinski jetzt hier ihn gegen den Cage drückt, schafft er es, ihm nicht genug Platz zu geben, dass er da irgendwie gefährlich bedroht werden könnte am Hals. Das heißt, er muss eigentlich versuchen, diese Position zu behalten, um Silva nicht in eine gerade und daher kraftvolle Position zu lassen. Und wir sehen ja jetzt hier, die Kämpfer haben hier dieses Duell um die Kontrolle der Handgelenke. Wie funktioniert das in dieser Position? Worauf müssen die Kämpfer dabei achten? Ja, man will immer versuchen, das Handgelenk des Gegners zu kontrollieren, um dann eben die Lücke zu schaffen, wenn du offensiv bist, um den Hals zu kommen. Oder wenn du defensiv bist, eben die Hände so zu binden, dass sie nie in die Nähe deines Halses kommen. Ist natürlich im reinen Bodenkampf was anderes. Da kann man sich eher darauf konzentrieren. Hier werden ja immer noch Schläge mit eingebracht. Ja. Aber bisher macht Grabinski das gut. Kontrolliert die Hände, gibt ihm wenig Lücken, um da irgendwie eng unters Kinn zu kommen. Wenn der Arm um den Kopf geht, ist es immer über den Mund, über das Kinn. Das heißt, noch nicht wahnsinnig bedrohlich, aber natürlich auch nicht angenehm. Deine Atmung wird dadurch unterbrochen. Es ist unangenehm im Gesicht. Und diese Body Triangle, die Silva hat, schnürt dir natürlich auch die Luft im Bauchraum ab. Jetzt zieht sich die Schlinge langsam zu, aber Grabinski ist immer noch dabei, kämpft immer noch zurück und verteidigt sich hier intelligent. Aber das ist natürlich kräftezehrend. Während Apollo hier die dominante Position hat und in einer Seelenruhe in die Submission reinarbeiten kann. 1:40 noch in dieser zweiten Runde. Wie kommt Grabinski aus dieser Body Triangle raus? Es ist wirklich nicht einfach, wenn man in den Fängen eines BJJ-Schwarzgurts ist. Auf der anderen Seite sind die Kämpfer jetzt natürlich auch verschwitzter. Da ist es auch nicht ganz so einfach, einen wirklichen Halt an seinem Gegner zu finden, weil die Fläche einfach rutschiger ist. Grabinski müsste sein linkes Bein unter das Bein seines Gegners bewegen. Dadurch kann er Druck wegnehmen und dann das Knie hochziehen und so die Body Triangle langsam aber sicher auflösen. Solange Apollo sein Bein da unter dem Bein von Grabinski hat, kann er die Position gut halten. Jetzt versucht Apollo Silva hier so eine Art Neck Crank, also dreht den Kopf zur Seite. Das ist nicht die technisch eleganteste Variante, aber in der Not geht es halt auch mit Kraft. Vor allem, wenn man dann den Unterarmknochen vom Gegner so ins Gesicht
gezogen bekommt, dann ist das schon wirklich unangenehm. Apollo versucht es mit Ellbogen, der weiß jetzt womöglich auch, dass er die Submission hier nicht mehr bekommt und versucht einfach noch Grabinski hier weiterhin zu ärgern. Aber hervorragende Verteidigung hier bislang von Grabinski. Also diese ganze Zeit in der Backmount von dem Jiu-Jitsu-Schwarzgurt auszuhalten und auch nur wirklich in sehr ernste Gefahr zu kommen, ist auf jeden Fall schon mal eine Leistung. Noch 15 Sekunden in der zweiten Runde. Jetzt geht Apollo auf die Seite, versucht es mit dem Armhebel. Da rutscht er gerade rein. Aber Grabinski dreht sich raus. Dreht sich raus. Kann hier nochmal zum Schluss der Runde. Dass der einfach durch den Kampf geht wie eine Dampflok. Man kann dem alles an den Kopf knallen. Und man kriegt diesen Typen nicht in den Rückwärtsgang. Harter Kick wieder von Silva. Ein Mann, der so viele Waffen im Köcher hat wie Silva, den muss man schon wirklich mit außergewöhnlicher Taktik bekämpfen. Aber da war ein schöner Treffer drin von Grabinski. Ja. Aber Silva taucht dann gleich runter, lässt sich nicht stellen und ist wieder aus der Schlagrange draußen. Grabinski versucht es wieder mit dem Boxen auf der Innenbahn. Mit langen 1-2 Kombinationen. Und wieder der Kick auf genau die gleiche Stelle. Ja, sieht unkonventionell aus, aber tut saumäßig weh, wenn das ungebremst auf den Oberschenkel knallt. Guter Kick von Grabinski. Ja, und wir müssen sagen, wir haben ja vorher drüber gesprochen, dass Silva manchmal so eine Wundertüte ist. Man weiß nicht genau, welche Form er zeigen wird, aber heute zeigt er auf jeden Fall eine wirklich starke Form. Bewegt sich die ganze Zeit, ist vielseitig. Ja, und er liefert einem permanent neue Probleme, um die man sich dann im Kampf kümmern muss. Er zeigt einfach, dass er variabel ist, aber da sind doch schon die nächsten Fäuste von Grabinski, die treffen. Ja, und ich habe das Gefühl, Grabinski ist aus der Rechtsauslage gefährlicher. Also zumindest scheint es so, als hätte Silva damit mehr Probleme. Er trifft jetzt mehrfach sauber und sollte vielleicht so stehen bleiben. Oh, High Kick kam hier hoch von Grabinski, aber auch direkt eine schöne Führhand von Apollo. Drei Minuten circa hat Grabinski noch, um hier das Ruder rumzureißen. Wir haben es bei seinem Teamkollegen Dennis Ilbay gesehen. In diesem Sport ist alles möglich. Völlig egal, wie es vorher gelaufen ist. Ja, und beide Athleten zeigen wirklich schöne Techniken. Gute rechte Hand von Grabinski. Technisch saubere Aktionen, hohes Niveau, vielseitige Schläge, Kicks. Vielleicht hat Mo noch die Möglichkeit, in diesem Spinning Hook Kick auf die Ferse mal eine Aktion zu kontern, indem er ihn an den Boden bekommt oder eben dann schlagen kann. Aber es ist wirklich nicht einfach, weil man weiß nie, was dieser Apollo einem als nächstes um den Kopf haut. Und beide treffen. Ja, da merkt man einfach, dass Apollo abgesehen vom MMA auch im Profiboxen antritt. Dieses Parieren der Führhand und schnelle Kontern, direkt alles mit derselben vorderen Hand. Und dazu die ganze Zeit diese Maid-Bewegung des Körpers. Aber jetzt hat Grabinski schon wieder gut getroffen. Vielleicht wird Silva langsam, aber sicher etwas langsamer. Versucht so, jetzt hier versucht den Takedown zu holen, aber Silva blutet auch. Hat hier wieder die Kontrolle um die Hüfte. Sind sogar, glaube ich, geschlossene Hände. Das heißt hier gute Chancen für Silva, den Kampf auf den Boden zu verlagern. Und genau da passiert das. Jetzt gibt es nochmal einen Härtetest. Also den Kampf zu gewinnen wird für Grabinski jetzt wirklich schwer. Er kann jetzt nur noch bestmöglich überleben. Mit dieser Position in dieser Zeit des Kampfes. Ja, noch eine Minute Zeit. Silva hat die Rear Triangle um den Körper, also die Body Triangle, und versucht jetzt hier, sich den Choke zu sichern.
Grabinski löst die Hand wieder. Grabinski sollte vielleicht noch weiter sich nach rechts legen, um Druck auf das Fußgelenk von Silva zu bringen, weil dadurch muss er die Body Triangle aufmachen. Hat es jetzt gemacht. Aber Silva, der Fuchs, dreht natürlich sofort die Seite, macht die Body Triangle postwendend auf der anderen Seite zu. Oh, aber jetzt sieht es auch aus, als wäre die Armbeuge weit unterm Kinn. Oh, da ist der Tap. Da ist der Tap. Sieg in der dritten Runde durch Rear Naked Choke für Leandro Apollo Silva. Ladies and gentlemen, your referee has called stop the action after 4 minutes, 34 seconds. And the winner by Rear Naked Choke coming from the red corner, Leandro Apollo Silva. Octagon MMA kommt nach Köln. Wir schreiben MMA-Geschichte. Das größte Event aller Zeiten in Deutschland. Freut euch auf die größten deutschen Stars. Die neue Generation und internationale Talente. Spannung, Adrenalin, Siege, aber auch bittere Niederlagen. 20.000 Zuschauer bringen die Halle zum Beben. Ein einzigartiges Erlebnis, das euch nur Octagon MMA bietet. 18.11. Köln. Lanxess Arena. Tickets jetzt im Vorverkauf unter eventim.de.